fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Wie man sieht, wir sind unterwegs. Kein Trailer dran. Nein, ist keiner dran. 400 Metern biegen Sie links ab. Gänse- und Schwedeauflauf. Alter Verwalter. Hier scheint eine Konferenz stattzufinden. Weiß ja gar nicht, was sie diskutieren. Wahrscheinlich, wo Süden ist. Ja. Der schwarze Land Rover Freelander, den ihr aus meinem Kanal kennt, ihr wisst schon, die kaputte Bremse etc., den wir durch die Hauptuntersuchung gebracht haben, hat ein Problem, steht irgendwo am Arsch der Welt im Osten. Angeblich soll die Lichtmaschine kaputt sein, beziehungsweise die Lichtmaschine mit den Diagnosen Lichtmaschine ist das Ding mal in die Werkstatt gegangen, weil der Wagen Überspannung hat. So, der hat seine ganzen Glühlampen kaputt geschossen. Da meinte die erste Werkstatt, Gruß nach Dannenberg übrigens, das wäre die Batterie. Wie eine Batterie das schaffen kann, eine Überspannung zu erzeugen, muss er mir noch erklären. Ja. Gut, jetzt steht das Ding bei der Tochter zu Hause und da meinte wohl irgendein Meisterschrauber, den ich schon mehr oder weniger mehrfach im Hintergrund kennengelernt habe, das ganze Auto ist Schrott, er würde eine Lichtmaschine kostenlos einbauen. Die Lichtmaschine allerdings kostet offensichtlich, also ist mir nur erzählt worden, kostet angeblich 700 Euro. Soviel zu dem Thema. Die Werkstätten im Osten. Ja. So. Und angeblich hätte das Auto jetzt gebrannt, beziehungsweise der Generator / die Lichtmaschine. So, Überspannung. Was macht Überspannung bei einem Generator? Ein Generator erzeugt erstmal grundsätzlich drehzahlabhängig Strom, Spannung. Ne? Drehzahlabhängig halt. So, dann hat das Ding einen Lichtmaschinenregler, Generatorregler, der das Ganze auf gleichmäßige 14, schlag mich tot, Volt glatt zieht. Also du hast praktisch bei jeder Drehzahl 14, noch was, ne? Volt Ladestrom. So, wenn da jetzt mehr Ladestrom bei rauskommt, Regler kaputt. Bei zu wenig, wahrscheinlich die Kohlen vom Regler kaputt. Also der Generator, die Lichtmaschine selber ist eigentlich relativ unanfällig. So, also wir sind jetzt unterwegs. Und dann schauen wir mal, was da alles so gebrannt hat. Ich bin jetzt schon von diesen Chaosmeldungen wirklich sehr beeindruckt. Ja, und wie so oft, ein junges Mädchen kommt in die Werkstatt. Oder findet irgendeinen Vollidioten, der sie abziehen will. 700 Euro für eine neue Lichtmaschine. Ne? Gott sei Dank, wie gesagt, ihr kennt das, die Familie hat einige von diesen Dingern und einen davon habe ich und einen davon haben die zu Hause geschlachtet und da ist noch eine Lichtmaschine. Ja, ich mache das nicht mit der Lichtmaschine, weil keine Zeit, aber den Wagen überfüllen wir mal eben. Zur Mutter, da wo die Lichtmaschine ist, da laden wir die Batterie dann auch auf, weil im Moment ist es ein Elektroauto. Ne? Batterie alle, kein Motorlauf mehr. Sind aber nur 20 Kilometer, also von daher geht das. Gut, ja. Ja, junges Mädchen, vor allen Dingen Kumpel vom Freund, die Freundin vom Freund abzocken will, ne? Das ist schon wirklich nah an ekelhaft, ne? Schon schlimm genug, dass Werkstätten hier in der Gegend alles abzocken, was nicht bei drei auf dem Baum ist und lügen und betrügen. Jetzt geht dann auch noch los, dass sie im Privatleben die Leute abziehen. Das ist wirklich grenzenlos ekelhaft. Abartig.
So, jetzt haben wir ein bisschen rumtelefoniert. Die örtliche Autoverwertung, / ADAC-Dienst, baut das ein. Stundensatz 55 Euro. Kann man nichts gegen sagen. Damit sind wir aus der Geschichte raus. Ach, guck mal, das Auto kenne ich. Ja, damit sind wir aus der Geschichte raus. Lichtmaschine habe ich eingepackt. Den bringen wir jetzt dahin und dann ist gut. Dann wird die Sache erledigt. Ja. Wo selbst die ADAC-Fahrzeuge länger genutzt werden, beziehungsweise Ersatzteilträger, da ist man immer gut aufgehoben. Die können offensichtlich noch schrauben. Ja. Also die üblichen Verdächtigen, den Unfallwagen, ausgebrannt etc. Ja. Das sind polnische Herren, die hier arbeiten. Und da habe ich immer gute Erfahrungen mitgemacht, die können wenigstens noch arbeiten. Ohne Damen abzuzocken. Ja, ist wirklich traurig. Ja, jetzt habe ich den hier hingestellt. Wie gesagt, den kennt ihr ja, den Wagen. Den haben wir damals durch den TÜV gebracht. Erst hat er erzählt, das Auto ist Schrott. Dann hat er erzählt, dann ist der Wagen zur Werkstatt gekommen, weil er ständig seine Glühlampen durchgeschossen hat. Dann erzählt die Werkstatt hier in Dannenberg, nochmal schöne Grüße, Top-Leistung, das ist die Batterie. Seit wann kann eine Batterie eine Überspannung erzeugen? Ernsthaft, Leute. So, jetzt ein Bekannter vom Freund oder ein Freund vom Freund erzählte, er baut, gnädig wie er ist, für 700 Euro eine nagelneue Lichtmaschine ein. Er nimmt auch nichts für den Einbau. Ja. Als Frau musst du so aufpassen, ne? Und das geht mir so auf die Nerven. Wirklich, das macht den ganzen Ruf kaputt. Wie kann man sowas vor sich selber rechtfertigen? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, super. Top-Leistung. Aber wie gesagt, da oben im Osten, um Eldena, Malis, Kalis und diese ganzen Gegenden, die Werkstätten, die da rumfuhrwerken, die kannst du alle in die Tonne treten. So, und ich habe das Gefühl, meine Mitfahrgelegenheit kommt da gerade. So, bis später. So, jetzt sind wir nochmal in der Werkstatt. Der Motor hat jetzt erstmal das Ventilspiel eingestellt gekriegt. Blende ich euch mal eben ein. Muss man ja nicht dauernd filmen, oder? Ja, das Ventilspiel ist auf jeden Fall zu groß. Das hier wäre eigentlich das Ventilspiel. Mal gucken. Mal so durchtesten, das ist zu viel, das ist definitiv zu viel, das ist überall zu viel, sowas von zu viel. Also wir können zusammenfassend sagen, das ist zu viel. Ja. Wozu braucht so ein Autoventilspiel, wenn es keine Hydrostößel hat? So ein Ventil dehnt sich aus. Ja. In diesem Fall läuft der Wagen über Kipphebel. Ja. Hier unten drin ist das Ventil. Wenn es kalt ist, ist es logischerweise lang. Kurz. Hm? Es ist kurz. So ein Ventil entwärmt sich natürlich und wird dann länger. So. Damit es aber nicht zu lang wird, das ist das Problem. Damit es hinterher nicht aufsteht, muss ein gewisses Spiel gewahrt bleiben. Das liegt bei dem hier bei 0,25, meine ich. Ein Viertelmillimeter, ja. Das Ding ist bei mir schon komplett eingerostet. Im Grunde genommen brauche ich nur ein Blatt davon. Das ist, ja. Wie stellt man sowas ein? Das ist die sogenannte Regel der 9. Ja, hört sich total behämmert an, ich weiß. Rule of 9 hört sich viel besser an, ne? Ja, die Briten haben es ja auch erfunden, wieder mal. Ja, mal gucken. So, da geht jetzt eins runter. Wie man sieht, kann man das relativ gut erkennen. So, da ist eins jetzt komplett runter. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Ergo 5 und wie viel ist 9? 4, richtig?
stelle das vierte ein. So, dann schauen wir mal. Also so wahnsinnig schlimm ist es noch nicht, aber ne? Besser jetzt, wo es einmal alles runter ist. Wenn sich jemand mal gefragt haben sollte, wozu braucht man eigentlich solche Schraubendreher? Ja, genau dafür. Erstmal lockern alles. Das ist garantiert festgesifft. Ja. Perfekt. Wollen wir mal gucken. Das ist zu fest. Der Techniker sagt saugend schmatzend. Also man merkt schon wirklich, dass da ein bisschen Widerstand ist, aber es geht noch locker durch. Ne? Hier wäre schon. Ja, das wäre schon zu viel. Wir einigen uns einfach mal auf das da. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Schraubendreher da drauf bleibt, während ich zudrehe. Und zwar stellt sich der ganze Blödsinn nämlich wieder. So. Wenn man es zugedreht hat, nochmal kontrollieren. Schick, ne? Perfekt. Ja, immer nach der sogenannten Rule of Nine. Ja. Spritfilter neu. Die Pumpe habe ich nochmal. Ich habe in den Tank jetzt Additiv gekippt, dass die Pumpe noch ein bisschen weiter gereinigt wird. War ja schon ein bisschen viel Sift drin. Ja, Kühlmittel. Ich habe erst überlegt, spülst du das Kühlsystem einmal komplett durch. Kann ich aber ehrlich gesagt erstmal drauf warten, weil ich muss den Kühler wechseln. Ja, der hat sich hier oben schon aufgelöst. Genauso wie der Ladeluftkühler. Ja, Oxidation ist halt allgegenwärtig. Aber ich habe noch einen Kühler hier, also von daher ist das jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Ladeluftkühler habe ich auch noch da. Außer der Besitzer, der neue Besitzer, entscheidet sich, einen Sport-Ladeluftkühler da reinzusetzen, so wie ich den drin habe. Oder vielleicht einen großflächigen, weil der Wagen hier hat keine Klimaanlage. Hier könnte man praktisch einen Ladeluftkühler über die ganze Breite machen. Und er ist kein Automatik. Hier vorne ist kein Ölkühler fürs Getriebe. Das würde also Sinn machen, finde ich persönlich, einen großflächigen Ladeluftkühler davor zu setzen. Macht dem normalen Kühler jetzt nicht viel aus. Ja. Blöde Sache. War wieder so ein Experte im unter dem letzten Video. Jo, Anzeige ist raus. Ach, weißt du was, ich blende erstmal eben ein. Ja, kann sich jetzt jeder selber was zu denken. Ich werde jetzt mal was dazu sagen. Also, durch Zauberhand ist Wasser, welches aus einem Gartenschlauch fließt, in der Lage, von Fahrzeugen Giftstoffe abzuspülen, die der Regen nicht abbekommt. Das ist wohl die Logik des guten Mannes. Das hat jetzt mit Intelligenz nicht viel zu tun, sondern eher so mit Trial and Error. Ich versuche mal dummes Zeug zu reden, vielleicht klappt's ja. Solche Leute gehen mir tierisch auf die Eier. Wirklich, solchen Leuten bin ich mein ganzen Berufsleben aus dem Weg gegangen. Diese Alpha-Germanen, ne? Also noch deutscher, als man eigentlich sein dürfte. Ich verstehe es manchmal nicht. Ja. Das ist ein Mittel, mit dem man grünes Zeug von seinen Gartenwegplatten runter macht. Jetzt rat mal, wo das landet, wenn es regnet. Mag das eventuell biologisch abbaubar sein? Könnte sein, oder? Wäre ziemlich logisch. Ansonsten wäre der Garten ja verseucht.
ich sag ja, manche Leute, die hatten wirklich nur Singen und Klatschen in der Schule und dieses Klientel, was YouTube-Videos guckt, nur um irgendwelche Fehler zu finden, weil sie in ihrem eigenen Leben nichts erleben oder keinen Inhalt haben. Alter, kauf dir ein altes Auto und reparier es doch und hör auf, irgendwelche Sachen zu suchen. Was ist das denn für ein erbärmlicher Lebensinhalt? Erkenne ich unter vielen YouTube-Kanälen. Ja, aber wenn man das folgendermaßen macht, ist das viel besser. Ja, aber der hat es jetzt so und so gemacht und hat es gefilmt. Was soll der Kommentar? Ja, das ist manchmal, also manche Leute, da denke ich mir so von wegen, den hat doch der Arzt nach der Geburt vor Lachen fallen gelassen, oder? Das ist schlimm. Ich finde das wirklich schlimm. Das ist nämlich so der Archetypus im Ausland. Und ich habe viel im Ausland gelebt. Der Archetypus, der uns mehr oder weniger nachrennt. Ja? Das ist, der Alpha-Germane, so wie ich es drunter geschrieben habe hinter bei ihm. Der Alpha-Germane, das ist ein Hassobjekt, kein Witz. Ja? Ich bin ein Stück weit in den USA aufgewachsen, ganz andere Baustelle, ja? In meiner Jugend. Ganz andere Baustelle, da gibt es Regeln und Gesetze, kein Schwein hält sich dran, solange es irgendwie mit einem gesunden Menschenverstand zu rechtfertigen ist und das stört dann auch niemanden. Auch die Polizei nicht. Ne? Es war zum Beispiel während Corona, war Versammlungsverbot, sollten Masken getragen werden so und ein paar Leute gehen halt grillen am Strand und so und alles in der Richtung, kommt die Polizei vorbei und verteilt Masken und ne? Sagt auch sonst nichts. Das ist der wesentliche Unterschied. Solche Leute wie besagter Kommentator mit seinem, ne, Jo, Anzeige ist raus, sind genau diese Leute, die Deutschland zu einer Witzfigur machen. Das ist übel. Das ist wirklich übel, weil du darfst mittlerweile bald nirgendwo mehr sagen, wo du herkommst. Ja? Ich habe in der Ukraine gelebt, ja? Aus beruflichen Gründen, weil ich einen Fuhrpark gemanagt habe. Auch schön. Ne? Alle anderen Länder haben dieses Problem, also diese Problemmenschen einfach in ganz, ganz, ganz kleiner Anzahl. Und hier, was er da meint mit der Anzeige, hatten wir schon hier. Wir hatten schon Kontrollen hier ohne Ende. Wir haben sowieso Kontrollen hier. Ist ja ein Gewerbestandort, ne? Die lachen sich regelmäßig kaputt. Einer davon hat mich sogar abonniert. Das ist, aber eine schöne Sache hat das Ganze. Wenn er die Beschwerde macht, dann habe ich Name und Adresse von ihm und dann gibt es erstmal eine schöne Anzeige wegen Vortäuschung einer Straftat. Das macht dann bis zu 3 Jahre Haft. Da kann er sich dann mal überlegen, wie er in Zukunft damit umgeht. Mit seiner dann Inhaftierung. Und den Folgen daraus. Das ist kein Witz. Ja, solche Leute machen das nicht zum ersten Mal. Irgendwelche Regeln und Gesetze frei erfinden und irgendwann hat das Konsequenzen. So, und wenn du dann im Kabuff landest, dann wirst du schon merken, was los ist. Das ist einfach nicht gut, was man da macht. Ich weiß schon, was ich tue. Ich mache das schon ein paar Jahre, ehrlich. Ja. Und ich entgrünspane so ein Auto halt mit Grünspanentferner. Ne? Moosentferner. Das funktioniert super. Dafür ist es ja eigentlich auch da. Ja gut, auf Steinen aber. Ne? Das funktioniert auch am Auto. Wie man zu diesem Gedankenspiel kommen kann, dass ausgerechnet Wasser aus einem Schlauch und nicht Regen dann irgendwelche toxischen Stoffe aus einem Auto lösen kann, weiß ich jetzt nicht so richtig. Das hat mit Logik und Intelligenz nichts zu tun. Deshalb möchte ich solche Leute, ich habe das am Anfang von meinem Kanal gesagt, Alpha-Kevins haben hier nichts zu suchen. Leute, die immer Pech beim Denken haben. Ne? Oder die sich profilieren wollen. Ich profiliere mich auch nicht. Ich stehe die ganze Zeit nicht vor der Kamera und halte mein Gesicht in die Kamera, weil ich so wahnsinnig berühmt sein will. Mache ich nicht. Ne? Ich bin halt ein bisschen anders. So.
Ja, bei dem hier geht es in Kürze weiter. Ich habe die nächsten Teile bekommen. Und zwar, naja, ich habe nicht nur einen Land Rover, ich habe gleich eine Familienpackung Ventildeckeldichtungen gekauft. Ja, ich weiß. Ja, das wird dann erstmal reichen, hoffe ich. Ja. Naja, ne, bei jedem zweiten Ölwechsel kontrolliere ich das Ventilspiel und dann. Bei dem ist es jetzt eingestellt. Das bedeutet, nächster Ölwechsel, dann der Ölwechsel, könnte man mal wieder gucken. Ne? Ja. Ja, ansonsten, Blech hängt im Moment noch beim Zoll. Schweller kommt aus Großbritannien. Naja, ich weiß. Die Behörden müssen Großbritannien unbedingt zeigen, dass das ganz, ganz doll böse war mit dem Brexit. Dass man damit anderen Leuten auf die Nerven geht oder irgendwelche wirtschaftlichen Geschichten bremst, naja. Muss man nicht drüber nachdenken, ne? Ja, und wenn das Kühlsystem gespült ist, werde ich auch gleich mal, ach, das Kühlsystem wieder komplett ist, werde ich auch gleich mal spülen. Das komplette Kühlsystem. Vor allen Dingen der Wärmetauscher von der Heizung innen ist immer ein bisschen empfindlicher. Der stand, Gott sei Dank, mit Kühlmittel. Ja, also hat noch keine Kruste irgendwo oder sowas in der Richtung. Was ich wirklich sehr empfehlen kann, diesen Fingerschleifer hier, also diesen Bandschleifer, den kleinen, perfektes Teil. Echt gut. Lohnt sich. Wenn ich einen finde, verlinke ich euch den. Apropos, das Diagnosegerät, ja, bis zum 15. läuft das Ganze noch. Ja, bis zum 15. Dezember ist das Ganze noch, könnt ihr noch teilnehmen. Dann geht's in die Verlosung. Auch da kam mal wieder einer in den Kommentaren so von wegen, das ist keine Verlosung, wenn du da mit Tassen verkaufst. Alter, jeder, wirklich jeder auf YouTube macht das mittlerweile über die Merchandising-Klamotten, weil es sonst nicht legal ist. Das habe ich ihm auch geschrieben. Dann ist es aber keine Verlosung. Doch, ist es. Das Los ist quasi die Tasse. Du hast trotzdem eine Tasse, ist kein Papierlos, du hast die Tasse. Und wenn du eine Tasse kaufst, funktioniert so eine Verlosung. Ansonsten funktioniert es nicht. Wenn ich das einmal nicht lose verkaufen würde, wäre das illegal in Deutschland. Meine Fresse. Wenn man nichts weiß, einfach mal die Klappe halten. Ernsthaft. Ja, das ist wirklich schlimm, ist das im Internet. Übel. Ja, und dann noch der Experte, der unter meinem Video, meine Videos sind belanglos, gucken Sie sich bitte folgenden Kanal an. Alter. Manche Leute kämmen sich echt mit dem Hammer, ne? Also, das ist so ein mieser Stil, das ist so abartig, das, naja, ohne Kommentar. So. Und weil ich heute so gute Laune habe, komme ich jetzt zum Ende. Ja. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche, ja, und lasst euch nicht ärgern. Bei mir reicht's für diese Woche. Bis dann.